Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern wurden aus dem Nix neue Patch Notes rausgebracht, was auch schon wieder ein bisschen witzig ist, weil am Abend vorher Patch Notes released wurden, die irgendwie von irgendeinem alten Update waren. Die wurden dann wieder zurückgenommen und über Nacht kamen dann die neuen Updates raus. Also da wieder auch wieder komisches Gemauschel. Und eigentlich wollte ich kein Video dazu machen zu den Patch Notes, aber da gibt es ein paar Dinge, die wirklich sehr wichtig sind und wo ich auch heute im Stream öfters nachgefragt wurde. Deswegen gehen wir das einmal zusammen durch, nachdem ich hier die grausigen Gaben abgegeben habe. Vorab, die ganzen Patch Notes habe ich euch natürlich unten wieder rein verlinkt. Die müssten auch mittlerweile auf Deutsch da sein. Falls nicht, dann sind die auf Englisch. Aber die allerwichtigsten Sachen, die werde ich euch hier einmal zeigen. Einmal wurde der Knockback entfernt von den Obelisken. Die fand ich auch ultra nervig. Gerade bei den Feuerobelisken gab es immer so ein Knockback, wo ihr nach hinten geschoben wurdet. Euer Pferd war sofort weg. Das ist jetzt weg. Also es gibt keinen Knockback mehr bei diesen Obelisken. Das finde ich sehr gut. Außerdem wurde hier beim Feuerkelch etwas geändert. Hier gibt es hier am Ende einen Herold von Malphah. Den gibt es auch immer noch. Der lässt auch immer noch eine Perle fallen, aber zusätzlich wurde ein neues Item eingeführt. Ich hoffe, da ich das jetzt hier auch direkt, dass das hier direkt fallen gelassen wird. Ansonsten habe ich auch eins im Inventar, aber ich will es euch natürlich live zeigen bei dem Malphah-Boss. Na, wo ist er? Da ist er, Herold von Malphas. Und wenn wir den killen, lässt er einen glühenden Kern fallen. Genau den meine ich. Und diesen glühenden Kern braucht man jetzt, um den Webstuhl zu machen. Weil, das wissen vielleicht die einen oder anderen nicht, das wusste ich nämlich auch nicht. Es gibt noch ein Uber-Dungeon in der Torhalle, den Webstuhl. Und den konnte man bislang mit den Perlen öffnen. Jetzt aber nicht mehr mit den Perlen, sondern mit diesem neuen Item, was man bekommt von dem Herold von Malphah. Ich kann euch das hier nochmal gerade zeigen, so das ausglühender Kern. Bei einem verderbten Altar benutzen und das können wir dann im Webstuhl machen. Habe ich tatsächlich bisher noch gar nicht gemacht, weil ich bislang noch nicht stark genug war. Ich werde es auch jetzt nicht machen, ich will es euch aber einmal zeigen. Für alle, die jetzt schon Level 100 sind und eine Herausforderung suchen oder einen weiteren Endboss besiegen wollen, können das hier machen. Könnt ihr hier rein, Torgewölbe zur Gewölbe des Webstuhls und dort müsst ihr im Altar jetzt keine Perlen mehr reinpacken, sondern diese neuen Kerne. So, hier sind wir und hier gibt es Statue von Soltun Kul. Das ist auch noch falsch, die Übersetzung. Hier könnt ihr euch einen Schutz holen für eine Perle. Das ist aber nicht mehr drei Aufladungen, sondern ihr seht es oben 10 Aufladungen und hier gibt es dann den verderbten Altar und hier müsst ihr 7 Kerne eingeben. Okay, ich habe die ganze Zeit gedacht, einen Kern. Gut, dass wir das mal zusammen im Video machen. Man braucht 7 Kerne, um hier einmal reinzukommen. Ist auf jeden Fall wieder etwas, was ihr mit nach Rotation machen solltet mit den Kollegen aus dem Clan. Da werden wir bestimmt auch die Tage nochmal reingehen und da mal durchsuchen. Da kommt dann nochmal ein gesondertes Video zu, wenn wir uns hierum kümmern. Hierum habe ich mich bisher noch gar nicht gekümmert. Aber hier gibt es jetzt Kerne und keine Perlen mehr. Ganz cool. Und da wir hier auch gerade bei diesem Schutz sind, da steht zwar 3 Aufladungen, aber das wurde geändert. Ihr seht es oben auf 10 Aufladungen. Und so könnt ihr jetzt für weniger Perlen viel mehr Schutz bekommen. Finde ich eigentlich eine ganz gute Änderung. Außerdem wurden die Fallen in den Gewölben ein wenig vereinfacht. Die Geschosse sind langsamer, die Flächen sind kleiner und die Iframes, also die Zeit, bis ihr wieder einen Soltun-Schutz verlieren könnt, wurden von einer Sekunde auf 1,5 Sekunden angehoben. Bedeutet, wenn ihr jetzt von 3 Pfeilen auf einmal getroffen werdet, dann werden euch nicht 3 Schutz abgezogen, sondern nur ein. Für alle, die das Video von mir von gestern gesehen haben, wissen, durch das Gewölbe kann man einfach durchrennen und mit 20, 30 Soltun-Schutz, was jetzt nur noch 2, 3 Perlen kostet, könnt ihr einfach durchs Gewölbe durchrennen, wie die Verrückten, Speedrun machen und euch am Ende die Belohnung holen. Das habe ich heute im Stream auch ganz viel gemacht, deswegen sind meine Glyphen auch jetzt alle Level 15. Ansonsten guckt auf jeden Fall nochmal das Video von gestern an, da habe ich das einmal genau gezeigt. Für alle, die den Webstuhl hier machen wollen, der Endboss wurde verstärkt. Ihr seht das hier schon, 100 plus Stufe. Der war vor Level 85, der ist jetzt Level 100 und hat 30% mehr Leben.
Gibt aber jetzt auch mehr Loot. Das heißt, ein legendärer Drop mehr und auch allgemein mehr Drops. Also für die Leute, die das hier farmen wollen, der lohnt sich jetzt mehr, ist aber jetzt auch schwieriger. Ich würde mal sagen, so auf einer Stufe mit Duriel. Außerdem gab es hier eine Änderung beim Seneschallkonstrukt. Die ganzen Steine geben jetzt an sich mehr Erfahrung. Bedeutet, es könnte gut möglich sein, dass ihr einige Steine jetzt schon auf Stufe 10 habt, so wie ich hier. Müsst ihr einfach mal abchecken, ob die vielleicht auch schon Stufe 10 sind. Und ja, hier wurden auf jeden Fall die Erfahrungen angehoben, damit man hier auf jeden Fall ein wenig schneller leveln kann. Und vielleicht seht ihr es auch schon, ich habe endlich eine Karte. Der Bug wurde gefixt. Ich habe endlich meine Karte hier für die Torhalle. Hat nur 3 Tage gedauert, aber jetzt habe ich hier endlich eine Karte. Ist auf jeden Fall wichtig, damit man checkt, wo man hin kann. Und das war's mit den Patch Notes. Wieso habe ich da jetzt extra ein Video zu gemacht? Weil ich es extrem finde, dass A, direkt nach 3 Tagen solche Patch Notes kommen und B, was für Patch Notes kommen. Weil es waren keine Buffs oder Nerfs für irgendwelche Charaktere, die irgendwie OP sind oder irgendwelche Sachen, die so nicht beabsichtigt waren. Aktuell geht ja Tauschen nicht, weil er wieder ein Duplikations-Exploit ist. Aber es wurden Patches gemacht zu der Questline, wo ich mich frage, ob sowas nicht vorher schon bekannt war. Vor allen Dingen der Backknock bei diesen komischen Obelisken, das finde ich ganz komisch. Das hätte einem doch vorher schon klar sein müssen, dass das übelst abfuckt, oder? Also, das habe ich nach 2 Sekunden oder nach 3 Sekunden in der Questline gesagt, dass das übel nervig ist. Ich finde, gerade sowas hätte man auch vorher schon eventuell mit einem Test herausfinden müssen oder selber als Entwickler herausfinden müssen, dass das übelst nervig ist und dass die Leute da schreien werden und sagen werden, ey, das ist doof. Außerdem, dass das mit dem Soltonschutz und in den Gewölben vielleicht für den einen oder anderen zu schwierig ist, hätte, finde ich, auch bekannt sein müssen. Das finde ich irgendwie komisch, dass das nach 3 Tagen sofort angepasst wird und sowas nicht von vornherein klar war. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Patch Notes unten in die Kommentare, auch zur Saisonreise und zur Saison an sich. Ich finde ja, dass die Saison von Tag zu Tag immer besser wird. Also ich bin echt immer zufriedener. Von Tag zu Tag macht mir die Season mehr Spaß. Egal in welchen Gebieten. Wir haben heute auch die ersten Duril-Runs gemacht. Also ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Season. Ich finde das Seneschallkonstrukt nach wie vor irgendwie useless und ich habe keine Lust, mich damit zu befassen. Aber alles andere, auch die Gewölbe, wo ich ja im ersten Video dagegen war und gesagt habe, die sind langweilig, jetzt mit den Speedruns, finde ich es irgendwie wieder witzig. Und ja, also ich bin echt mittlerweile sehr positiv. Kommt für mich nicht an Season 2 ran, rein vom Inhalt, aber auf jeden Fall schon mal nah ran und ich bin echt zufrieden. Schreibt, wie gesagt, gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.